Leben heilt. Sie drehen eine Szene auf dem Badischen Weinfest. Was gefällt Ihnen besonders gut am Badischen Ländler? Am Ländle? Das Wetter schon mal nicht, leider. Wir haben ein bisschen Pech. Nee, ich meine, das ist ja alles hier aufgebaut worden. Es stand ja hier nichts, es war ja eine freie Fläche. Und wie hier in kürzester Zeit diese Fachwerkgebäude entstanden sind, das ist sehr beeindruckend. Und Sie, was gefällt? Auch noch nie im Schwarzwald, ja. Und trotzdem, für mich ist Schwarzwald immer so ein bisschen so wie fast wie ein Sinnbild für Deutschland, ja. Es hat so was ganz Sattes und Tiefes und Mystisches und Dunkles. Und das gefällt mir irgendwie. Ich habe das Gefühl, man macht sich manchmal so was vor, indem man denkt, Deutschland wäre Berlin, Frankfurt, Leipzig, München. Aber es ist ja dann doch eher, größtenteils sind es ja Landstriche und Ortschaften und kleinere Dörfer, die Deutschland repräsentieren. Ja? Und das gefällt mir irgendwie, dass man so... Sie spielen ja das Geschwisterpaar Georg und Christian, das sich auf eine Fahrt begibt durch Deutschland. Was reizt Sie so an dieser Rolle? Naja, also es ist ja tatsächlich, die Brüder erinnern sich, dass sie damals den Traum hatten, mit Mofas, die 25 Stundenkilometer fahren, durch Deutschland zu fahren, ja, und so bestimmte Etappen absolvieren, ja, und setzen sich so Ziele, die sie erreichen wollen, was sie da, also zum Beispiel wollen die 20 Meter Wheelie-Hang abwärts machen oder was wollen wir noch? Wir wollen beim Griechen einmal die ganze Speisekarte essen. Auch. Sex haben, Arschbäume vom 10-Meter-Turm und so. Und da begeben sie sich auf diese... Was mir daran gefällt, ist, dass 25 Stundenkilometer ist ja wahnsinnig langsam. Ja? Und gerade in unserer Zeit, was zu machen, was so ein bisschen entschleunigt, ja, und zu sagen, man nimmt sich mal ein bisschen mehr Zeit und guckt sich mal richtig um, ja, und fliegt nicht immer drüber weg oder rast durch. So, das gefällt mir. Es war aber auch, also die Geschichte selber ist jetzt nicht wahnsinnig neu, dass man nochmal irgendwie aufbricht und nochmal einen Jugendtraum nachholt oder versucht nachzuholen. Und dann hängt es bei solchen Projekten immer daran, wer macht das? Wer macht da Regie, wer macht da die Kamera, wer spielt da mit? Und das, glaube ich, kann ich für uns beide sprechen. Wir hatten Lust, auch mal miteinander zu spielen. Das haben wir bis jetzt noch gar nicht gemacht. Wir kannten uns so ganz vage und lose. Und es ist ein großes Fest, jetzt mit Lars zusammenzuspielen. Und die anderen Leute, die da sind, so wie Franka und Alexandra, auch Sandra Hüller ist dabei. Also bis jetzt alle, die da waren, ja, es macht großen Spaß, miteinander zu spielen. Und dann ist die Geschichte ein bisschen nebensächlich fast schon. Also was man jetzt direkt miteinander erzählt, sondern dass man halt was zu erzählen hat, ist wichtig. Ja, das Tolle an so einem Roadmovie ist ja immer die Konzeption, dass man sagt, da begeben sich zwei auf eine Reise und die erleben dann unterschiedliche Sachen. Und diese einzelnen Episoden sind einfach sehr stark. Und es ist aber auch so, dass man dann auf dem Weg immer unterschiedlichen Schauspielern begegnet, die dann mitspielen. Wir hatten am Anfang Sandra Hüller, jetzt haben wir Frank Apotente, Alexander Maria Lara, dann kommt noch Jella Hase, dann kommt noch Martin Brambach, dann kommt noch Wotan Wilke Möhring. Das macht uns, glaube ich, auch total Spaß, dass wir so eng sind und uns so gut verstehen und dass wir auf die unterschiedlichen Leute treffen und mit denen dann immer ein paar Tage verbringen, ein bisschen spielen und dann geht es wieder weiter. Und es ist ein bisschen wie so ein Gangbang eigentlich. Ich bin auch ganz stolz auf das, was wir so erreicht haben. Und gab es beim Dreh irgendwelche Pleiten, Pech und Pannen? Abgesehen jetzt von dem Wetter? Besetzung von Bjarne. Ja. Ich hatte halt gehofft, dass ich einen guten Schauspieler an die Seite gestellt bekomme, aber dann war halt nicht genug Geld da und jetzt ist es eben Lars geworden. Ja, aber das ist wirklich so die erste große Panne. Also das ist jetzt so regnet, davor haben wir natürlich Angst. Es ist ja wirklich der beschissenste Sommer aller Zeiten und es regnet ja seit 6 Wochen durch. Und wenn man einen Roadmovie dreht und darauf angewiesen ist, dass man viel draußen ist und so, davor haben wir echt große Angst. Das ist schon die erste Pleite, dass man sagt, man hat hier einen Marktplatz gemietet, man hat da hunderte von Statisten, man hat den eine Choreografie, den ganzen Ort aufgebaut, wie Bjarne ja schon ganz richtig gesagt hat. Hier die ganzen Schwarzwald niedergerissen und die Fachwerkhäuser zu bauen und hier alles betoniert und dann regnet es, dann können wir gar nicht drehen. Was für Projekte haben Sie in Zukunft noch geplant? Ich werde mich danach zur Ruhe setzen, glaube ich.